Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Fragt euch nicht, warum ich hier so ein Pflaster habe. Mein Nagel ist einfach bis zur Hälfte gerissen. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht mehr. Ach, die sind schon so hässlich, lang. Ich muss die wieder machen lassen. Aber da der Nagel jetzt zur Hälfte gerissen ist, muss ich jetzt erstmal warten, dass der sich auf jeden Fall schont, weil es tut sau weh. Deswegen habe ich jetzt ein Pflaster einfach drüber gemacht. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Der ist auch schon locker, also die obere Hälfte ist halt locker, aber es tut halt weh, weil es zur Hälfte ist. Ist auf jeden Fall mega mies. Ja, auf jeden Fall hatte ich jetzt Zeit zum Nachdenken. Und was tut Enya, wenn sie Zeit zum Nachdenken hat? Natürlich nutzt sie es aus. Ja, ihr kennt mich ja nicht anders. Ich denke manchmal viel zu viel über das Leben nach. Aber macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Wie ihr wisst, bin ich ja jetzt schon über eine Woche hier bei meinen Freunden, sehr weit weg von zu Hause. Ich bin komplett alleine hierhin gefahren mit dem Zug. Das waren, glaube ich, insgesamt 5, 6 Stunden oder so. Ist sehr weit. Auf jeden Fall. Aber naja, das mache ich gerne für meine Freunde. Einfach um sie zu sehen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Einfach weg von zu Hause vor allem. Weil, ich weiß nicht, aber hier habe ich das irgendwie so. Ich meine, Hater gibt es überall, das ist keine Frage, aber wenn ich durch meine Stadt gehe, ich sehe immer Personen, so, wo ich direkt so. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich kriege direkt schlechte Laune. So, ja, euch vergeht einfach alles, weil ihr seht diese Personen, die euch mal das Leben schwer gemacht haben oder versucht haben, schwer zu machen. Und ich will jetzt auch gar nicht hier einen auf Depri machen. Mir geht's wirklich voll gut, aber manchmal geht mir das halt ein bisschen durch den Kopf so. Und dann macht mich das auch ein bisschen traurig, so dass ich mich woanders einfach wohler fühle als in meiner Heimatstadt. So, wisst ihr, was ich meine? Weil voll viele schwärme mal, ja, meine Heimatstadt ist die beste Stadt. So, und ich kann es halt nicht sagen, weil ich halt keine gute Erinnerung an dieser Stadt habe. Aber wie ihr wisst, komme ich ja mittlerweile ein bisschen besser damit klar als früher. Früher ging es ja gar nicht. Aber trotzdem ist es halt doof, weil man frisst das immer in sich herein. Und das ist halt auch nicht so wirklich gut. Und deswegen werde ich auch nicht länger mehr in dieser Stadt bleiben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber ich werde natürlich öfters dorthin kommen, weil meine Eltern bleiben natürlich dort. Was ich auch so akzeptiere und sie akzeptieren, ist, dass ich fortgehe. Aber ich werde meine Eltern oft genug besuchen und sehr oft sogar am Anfang vor allem, weil ja, meine Mama, mein Papa, mein Bruder, paar Freunde sind auch halt noch da, wo ich halt wohne, zurzeit oder in der Nähe. Und deswegen ist das schon allein der Grund, warum ich halt öfters dorthin fahren werde. Und ja, ich bin halt jetzt mega traurig, dass ich jetzt morgen abreisen werde, weil ich mich mega dran gewöhnt habe, also an die Leute hier, an die Umgebung. Es ist einfach voll schön hier. So, du gehst irgendwo hin und keiner ist da, der dich, sage ich mal, klar hasst, aber du, dir ist einfach alles egal. Du kennst hier niemanden und das Gefühl ist einfach mega gut, dass man einfach fremden Menschen begegnet, so nicht die Menschen, die dir was Schlechtes getan haben oder die dir was Schlechtes wollen. So, klar können die mich so hassen, aber ich weiß es halt nicht. Ihr wisst schon, was ich damit sagen will, oder? Ich weiß nicht, aber man ist direkt viel glücklicher, wenn man solchen Menschen nicht begegnet, ne? Also das ist schon so ein Unterschied irgendwie. Ich finde es schon krass irgendwie, dass ich woanders einfach glücklicher bin. Das ist unfassbar, was eine Stadt ausmachen kann. Das sind eigentlich meine einzigen Freunde, nicht die ich habe, aber die halt so weit weg wohnen, aber zu denen ich halt voll lange jetzt schon mittlerweile Kontakt habe und wo der Kontakt auch wirklich überhaupt nicht zu Ende geht. Also es kann immer alles passieren, aber ich wünsche es mir natürlich nicht, dass das
vorbeigeht, denn sie sind mir sehr ans Herz gewachsen und sind auch wirklich immer für mich da bis jetzt. Und ja, ich vermisse sie jetzt schon. Deswegen werde ich gucken, dass ich vielleicht noch mal irgendwann dieses Jahr hier hinfahren kann oder sie zu uns kommen. Waren ja jetzt schon auch zweimal bei uns und ich halt das erste Mal hier. Und deswegen wäre das mega traurig, wenn man sich gar nicht mehr sieht. Das ist ja das Schlimme, man weiß gar nicht mehr, ob man sich sieht. So, man weiß nicht, was passiert zwischeneinander. So, das ist ein bisschen komisch irgendwie, dass man dann so weit voneinander weg wohnt. So, das macht einen schon ein bisschen traurig, weil manchmal will man halt einfach zu seinen Freunden und sich ablenken. Kennt ihr das? Und also klar kennt ihr das, kennt jeder. Aber ja, es ist nicht mal eben hier hinfahren und gut ist. Ach, was ich noch sagen wollte ist, dass wenn ich ab morgen zu Hause bin, kommen wieder ganz normale Videos. Also halt mit richtiger Kamerabeleuchtung etc. Und ich habe mir ein neues Capture-Gerät besorgt. Das heißt, es werden wieder Gaming-Videos kommen. Ja, Gaming-Videos. Habt ihr richtig gehört? Ja, ich wurde so oft danach gefragt, wann endlich mal wieder ein Gaming-Video kommt und ja, jetzt kommen halt wieder welche. Ich will das halt so machen, dass mittwochs ein Gaming-Video kommt und Samstag halt irgendwie ein Beauty-Video oder Frage oder Antwort, Frage und Antwort oder was halt auch immer, diese typischen YouTube-Videos halt und Mittwoch halt Gaming-Video. Was für ein Spiel ich spielen werde. Ich glaube, GTA ist jetzt. Ich weiß nicht, was ich da machen soll online. Ich will jetzt auch. Ich weiß nicht, die Story ist auch doof. Ich dachte vielleicht, Life is Strange. Da kam ja jetzt die neue Folge. Also das neue. Before the Storm müsst ihr euch mal ein bisschen erkundigen. Es gibt ja zwei Teile: einmal Life is Strange und einmal Life is Strange Before the Storm. Und das würde ich halt gerne spielen, weil das halt jetzt erst rauskam. Ansonsten, ich wollte mal gucken, ich weiß nicht. Ich habe vor ein paar Tagen mal hier die VR-Brille ausprobiert. Und Leute, ich kann euch nur sagen, das ist so geil. Ich bin so verliebt in diese doofe Brille, ne? Was heißt doof, die ist geil. Das war so nice. Das hat so Spaß gemacht. Das war sowas von echt, ne? Ey, ich dachte wirklich, ich bin so unter Wasser und so. Das war einfach voll geil. Nur leider ist die sehr teuer. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das übers Herz bringen kann. Ob sich das überhaupt lohnt. Weil, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sich gar nicht so lohnen. Man wird das irgendwie voll selten spielen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich guck mal. Ich hätte aber schon Bock, so eine Brille zu haben, weil das ist echt lustig und das ist mega cool und es macht unfassbar Spaß, weil man denkt, man ist voll in dieser Welt drin. Ich weiß nicht, jeder hat auch irgendwie seine eigene Meinung zu dieser VR-Brille oder VR. Ich finde sie auf jeden Fall nice. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben.